Moin Leute und willkommen zu einem Einsteiger-Guide bezüglich der Waffen. Ich werde so einen kleinen Guide machen, also was die einzelnen Waffen betrifft, was die Waffen können, wo die sich am besten eignen und welche Waffen meiner Meinung nach die besten sind in den einzelnen Kategorien. Es ist wie gesagt nur meine Meinung. Ja, ich möchte jetzt niemandem sagen, ey, das ist auf jeden Fall die beste Waffe. Man kann mit jeder Waffe richtig gut abgehen, außer vielleicht mit der Mosambik oder so. Aber ich möchte euch einfach nur ungefähr so die Waffen zeigen und ein bisschen vergleichen, wo die Vor- und Nachteile bei den einzelnen Waffen sind. Und als allererstes zeige ich euch meine Lieblingswaffe. Und das ist die Wingman, meiner Meinung nach einfach die allerbeste Waffe in jeglicher Situation, also die kann man eigentlich immer mitnehmen, wenn der Aim denn stimmt, also bei mir stimmt er auch nicht immer, aber das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine der allerbesten Waffen. Und Kombination, also wenn ich zum Beispiel die Wingman spiele, nehme ich sehr gerne zum Beispiel die R301 mit, ja, als Close Range und Mid Range Waffe, sozusagen ein Maschinengewehr und dann die Friedensstifter, also die nehme ich auch ziemlich gerne mit. Wenn es ein Sniper ist, dann nehme ich die Triple Take oder die G7 Scout. Das ist so mein Loadout, wie ich momentan spiele, aber die Wingman ist eigentlich fast immer dabei, wenn ich, es sei denn, ich habe irgendwie Bock auf was anderes, aber ansonsten Wingman ist eine der geilsten Waffen. Aber sprechen wir erstmal über Pistolen. Ja, es gibt die P2020, die RA45 und die Wingman. Und man muss dazu sagen, Pistolen sind eigentlich eher so dafür da, um die dann auch schon wieder auszutauschen. Ja, ihr seht, der Schaden zum Beispiel bei der P20 ist nicht allzu hoch. Die RA45 würde ich als stärker einschätzen, weil sie automatisch schießen kann. Das ist wie eine kleine Uzi im Prinzip. Also die geht einfach richtig ab. Macht auch allgemein fürs ganze Magazin mehr Schaden als die P20. Ja, das sind 120 hier vorne. Und aber generell würde ich sagen, dass diese beiden Waffen austauschbar sind. Also ich kenne keinen, der jetzt diese Waffen irgendwie so gerne spielt, dass er sie bis ins Late Game mitnehmen möchte und sagt, oh nee, das sind die allerbesten Waffen. Nee, also das sind Waffen, die man austauscht. Außer ihr findet die Wingman. Ja, und obwohl die Wingman eine Pistole ist oder ein Revolver, ist die so heftig, weil der Damage bei dieser Waffe ultra hoch ist. Also ihr seht, 90er Headshot, Körpertreffer 45. Bei den Aufsätzen ist es schon sehr wichtig bei der Wingman, vor allem, dass ihr ein Scope findet, ja, denn mit dem Standard-Scope ist es sehr schwer zu aimen, ja, also es ist wirklich unvorteilhaft. Mein Lieblingsscope ist das Legendary Einsatz-Scope oder das Scope mit diesem kleinen Punkt in der Mitte. Und ansonsten ist es sehr wichtig, ein größeres Magazin zu nehmen. Ihr habt nur 6 Schuss, ihr könnt das Ganze auf 12 Schuss erweitern und dann ist es halt wirklich sehr, sehr krass. Bei dem Skull Crusher hier vorne, das ist ein Chip, also ich sage einfach Chip dazu bei diesen Aufsätzen, ist es so, dass der Kopftreffer Schaden ein bisschen erhöht wird. Ich glaube um 10% oder so. Ihr macht mal jetzt 90. Mit dem Chip macht ihr, glaube ich, 101. Müssen es, glaube ich, sein. 101 Damage. Ist schon auf jeden Fall sehr geil, aber keine Pflicht. Ja, ihr müsst euch vorstellen, dass es nur Wirkung hat, wenn ihr Kopftreffer landet. Ja, vorher hat dieser Skullcrusher eigentlich keine Wirkung. Aber trotz allem, ich sag's mal so, wenn ihr gutes Aim habt, ist diese Waffe wirklich Zucker einfach. Die ist so geil und die könnt ihr von Anfang bis zum Ende spielen. Late Game, die ist in jeglicher Situation einfach ultra krass und es ist so, keine Ahnung, wirklich meine Lieblingswaffe, aber wie gesagt, ich kenne viele, die sagen, ey, mein Aim ist nicht so krass, deswegen nehme ich sie ungern mit. Ist verständlich, aber wie gesagt, ist halt eine aimlastige Waffe. Sprechen wir jetzt über SMGs, ja, und da gibt es jetzt 3 SMGs und eine davon ist in der schweren Munitionskategorie, die Prowler. Und ich muss sagen, bei den SMGs ist es so, die Alternator würde ich als schwächste einstufen, weil sie relativ langsam schießt und das Magazin mit 16 Schuss ist wirklich sehr gering. Ich finde SMGs im Allgemeinen, wirklich alle SMGs müssten eigentlich größere Magazine von vornherein haben. 16 Schuss, 18 Schuss, ist alles wirklich sehr wenig. Ihr seht, der Schaden beträgt 208. Ihr könnt damit einen Gegner komplett finishen, allerdings dauert das halt wirklich sehr lange. Time to kill ist bei der sehr hoch. Da ist die R99 wesentlich besser, also 216 Damage, aber die rattert richtig durch. Im Nahkampf, ja, also es dauert halt keine Sekunde oder so, oder eine Sekunde vielleicht und ihr habt einen Gegner down. Die R99 nehme ich auch sehr gerne fürs Late Game mit, in Kombination zum Beispiel mit der R301. Also die beiden Waffen zusammen, die sind wirklich Premium. Dann gibt es noch die Prowler hier vorne und ich persönlich mag die Prowler nicht, ja. Und viele werden mich dafür haten, aber ich mag sie nicht, weil es eine Burst-Waffe ist, ja. Ich finde, sie macht nur dann Sinn zu spielen, wenn man den Chip für sie findet. Und zwar der Chip bewirkt, dass sie zu einer automatischen SMG wird. Und dann wird sie krass. Also dann, also wenn ihr den Chip findet und diese Waffe, dann würde ich sie der R99 bevorzugen. Im Andersfalls, also wenn ihr den Chip nicht habt, ist die R99 in meinen Augen die bessere Waffe. Ich bin kein Fan von Burst-Waffen. Manch anderer ist vielleicht ein Fan davon, aber deswegen sage ich ja, das ist meine Meinung. Der Damage bei ihr ist schon gut, aber wie gesagt, Burst, ihr müsst da gut aimen können und wie auch immer, also ich weiß nicht, ich bin kein Fan von Burst, will ich einfach nur mal gesagt haben, aber wie gesagt, wenn ihr den Chip findet, dann ist die wirklich sahnig. Tango down.
Maschine. Okay, kommen wir jetzt zu den LMGs. Es gibt zwei LMGs. Einmal die Devotion, die Energiemunition verbraucht. Das ist die Munition, die am seltensten ist. Und deswegen ist es manchmal sehr schwer, Munition für die Devotion zu finden. Die verbraucht ziemlich viel. Und dann die Spitfire. Die Spitfire macht minimal weniger Damage. Also die hat auch eine geringere Schussfrequenz als die Devotion. Aber bei der Devotion ist es so, sie hat ein paar Nachteile. Erstens, die Munition ist sehr rar. Zweitens, sie hat einen heftigen Recoil. Und drittens, ihr braucht am besten eigentlich diesen Chip-Aufsatz, diesen Legendary. Und zwar bewirkt das Ganze, dass diese Rewind, also diese Aufladezeit am Anfang verkürzt wird. Also ich zeige euch mal, was ich meine. Und zwar fängt sie erst langsam an zu schießen und wird dann schneller. Wie so eine Minigun im Prinzip. Und das Ganze macht es manchmal ein bisschen schwierig, gerade so, wenn es in schnelle Fights geht oder so, dass ihr dann einfach zu langsam schießt. Ja, also eigentlich müsste es direkt losgehen und dafür braucht ihr im Prinzip diesen Chip, damit es verkürzt ist. Außerdem, wenn ich jetzt einfach mal drücke, ja, seht ihr, wie hart die wegzieht, und das müsst ihr im Prinzip gegensteuern, damit ihr die Waffe richtig gut verwenden könnt. Das muss gelernt sein. Die Spitfire ist wesentlich einfacher zu kontrollieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel anfange zu feuern, ja, ihr seht, also der Recoil ist gar nicht mal so hoch. Es ist super einfach, die Waffe zu spielen. Die Munition ist nicht so selten wie Energiemunition. Dafür macht sie minimal, wirklich minimal weniger Schaden. Ja. Aber über einen längeren Zeitraum. Also die macht 700, die Devotion macht 750. Aber dafür dauert es mit der Spitfire ein bisschen länger. Ich persönlich bevorzuge die Spitfire, es sei denn, man findet eine Devotion und wirklich alles komplett ausgerüstet mit den Aufsätzen und ganz viel Munition. Dann ist die Devotion natürlich wesentlich krasser. Aber beide, also sowohl die Spitfire als auch die Devotion, ist eine sehr gute Wahl, als Waffe mitzunehmen. Kommen wir jetzt zu den Sturmgewehren. Bei den Sturmgewehren ist es so, dass ich persönlich die Hemlock nicht mag. Ja, also viele werden mich, wie gesagt, dafür haten, aber ich mag Burst-Waffen einfach nicht. Der Damage ist richtig gut. 54 für einen Burst. Auf Kopf ist es, also die haut schon richtig rein, ja. Ihr könnt auch auf Einzelschuss wechseln, wobei ich nicht, also noch wirklich noch niemanden gesehen habe, der auf Einzelschuss geht. Ja, also man kann damit quasi, sag mal so, bei Einzelschuss kann man quasi ein Autofeuer ein bisschen simulieren, indem man ganz schnell drückt. Ja, ist aber trotzdem ein bisschen langsamer. Also, ich sag mal so, die Hemlock könnte ich mir vorstellen, eher im Einzelschuss zu spielen, wenn man ganz schnell die Maustaste betätigt. Aber ich bin, wie gesagt, nicht der allergrößte Fan von dieser Waffe. Die Flatline gefällt mir da schon wesentlich besser. Das ist eine automatische Waffe. Man kann bei der auch Einzelschuss einstellen. Einzelschuss vielleicht, wenn man versucht, auf Distanz irgendjemanden so ein bisschen zu snipen oder so. Aber ansonsten, ich mag es, dass sie automatisch ist. Man kann einfach draufhalten und der Damage ist bei ihr auch richtig krass. Also, bis 320 geht's hoch. Was allerdings nicht so geil ist bei dieser Waffe, ist halt die Schussfrequenz. Da ist meiner Meinung nach die 301 besser. Die schießt schneller, aber der Gesamtschaden ist ein bisschen niedriger. Also seht ihr jetzt, wenn ich draufhalte, Magazin ist super schnell verbraucht, aber der Damage ist ein bisschen niedriger. Und trotz allem bevorzuge ich diese Variante von Waffe. Denn wenn es um Close Combat geht, mag ich es eher schnell reinzuschießen, als auf einen längeren Zeitraum irgendwie auf den Gegner zu ballern. Also ich persönlich würde von diesen beiden Waffen eher die 301 nehmen, dann die Flatline und dann als drittes die Hemlock. Aber wie gesagt, ist meine persönliche Präferenz. Ich mag die R301 in Kombination mit der Wingman oder in Kombination mit der R99. Diese beiden Waffen, die sind wirklich sehr, sehr geil zusammen. Okay, kommen wir jetzt zu den Shotgun-Waffen und auch zeitgleich zu der allerschlechtesten Waffe in diesem ganzen Game, und zwar die Mosambik. Die hat 3 Schuss, macht 45 Damage auf Körper und Headshot. Was ist ein Headshot, was sie dann macht? 59, 52, ich glaube 64 oder so macht die maximal auf Kopf. 66. Also es ist keine starke Waffe, die hat nur 3 Schuss. Ihr schmeißt diese Waffe sofort weg, egal was ihr findet. Also wirklich, egal welche Waffe, die P20, R45, egal was ihr findet, diese Waffe weg. Also man kann mit den Challenges machen oder sonst irgendwas, so Only Mosambik einen Win holen oder so, ist bestimmt ganz witzig, aber es ist wirklich keine gute Waffe. Müsste irgendwie gebufft werden. Danach die EVA 8. Ich bin kein großer Fan von dieser Waffe, aber sie hat einfach den Vorteil, dass man jetzt nicht den krassesten Aim braucht. Also man kann so ein bisschen reinsprayen, die schießt ziemlich schnell, hat ein großes Magazin und der Damage ist höher als bei der Mosambik. Ist auf jeden Fall okay. 90er, 80er Headshot, 90er Headshot. Es ist schon okay. Es ist keine schlechte Waffe und kann man auf jeden Fall spielen, wenn man unbedingt ein Fan von Shotguns ist, ja.
Aber die hier, ja, die Friedensstifter bzw. Peacemaker, genau im Englischen Peacemaker, das ist eine Premium-Shotgun. Also die kann man auf jeden Fall von Anfang bis zum Ende, bis zum Late-Game spielen. Vor allem, weil es auch einen geilen Aufsatz gibt. Es gibt diesen Chip und zwar, der bewirkt, dass wenn ihr ranzoomt, also hinzielt, dass das Fadenkreuz kleiner wird und eure Projektile wirklich so wie so eine Kugel nach vorne fliegen und sehr präzise sind, auch auf Distanz. Also jetzt nicht wie eine Sniper, aber so, sagen wir so, auf diese Distanz könnte man schon den vollen Shotgun-Damage machen. Und die haut richtig rein. Körpertreffer über 100. Also was war das gerade hier? 110. 110 Damage auf Körper, das ist schon richtig heftig. Kopftreffer. Ja, das waren jetzt nur 60. Hallo? 150, also die haut richtig rein. Die Aufsätze sind gar nicht so wichtig, meiner Meinung nach. Die kann man auch komplett ohne Aufsätze spielen. Vielleicht noch ein Scope drauf, ist gar nicht so schlecht. Aber ansonsten ist die halt wirklich richtig, richtig krass. Und die Schussfrequenz ist eigentlich auch nicht schlecht. Und das Witzige ist, man kann so ein bisschen Double Pump spielen. Also nicht wirklich, aber man kann zwei Schuss machen. Aber dann muss die kurz einmal reloaden. Also ich glaube, ich mache das nochmal ganz kurz vor. Ja, und dann will er halt einmal nochmal so kurz so nachladen. ist ganz witzig, aber es funktioniert im Prinzip bei denen. Wie gesagt, Friedensstifter, auf jeden Fall eine Top-Waffe. Da kommt sie, da kommt. Ich gehe näher ran. Einer von denen ist richtig low. Mhm. Sollt ihr mit Granaten? Digga, ich hab die halt so gerade. Ich bin super low, ich muss mich kurz. Digga, ich nehme dich komplett auseinander jetzt. Es ist vorbei. Wo ist der denn? Ach, ey, Digga, die Masse ist komplett geisteskrank. Und bevor ich es vergesse, haben wir natürlich auch die Mastiff. Ja, die Mastiff ist eine Legendary Shotgun. Generell diese beiden Legendary Waffen sind die einzigen Waffen, die Gegner one-shotten können, ja, mit einem Kopftreffer. Und die Mastiff ist zum Beispiel auch so, dass ihr keine Munition dafür finden könnt. Das war eine Schrotflinte, aber ihr könnt keine Schrotflinten-Munition da reinstecken. Die kommt mit 20 oder ich glaube mit 24 Schuss, glaube ich. Und das war's dann. Also mehr bekommt ihr nicht. Die bekommt ihr auch nur im Late Game. Und wenn ihr die Waffe findet, empfehle ich euch auf jeden Fall, die mitzunehmen. Die ist wirklich richtig, richtig gut. Die macht auf Kopf, glaube ich, was macht die? 288, genau. Also ein Gegner mit einem Schuss ist hierbei easy. Körper 144. Das ist wirklich übrigens die Waffe mit dem allerhöchsten Damage. Also es gibt keine Waffe, die mehr Schaden macht als die Mastiff, wenn ihr komplett trefft. Also die ist richtig krass. Wie gesagt, wenn ihr die findet, nehmt sie mit. Ihr habt keine Aufsätze dafür. Die kommt so, wie sie kommt. Ja, und aber die ist halt einfach richtig geil. Dann kommen wir zu den Sniper-Gewehren. Es gibt in jeder Kategorie von der Munition ein Sniper-Gewehr und zwar in der leichten Munition, schweren Munition und Energiemunition. Und die sind eigentlich ziemlich simpel erklärt und zwar ist es so, je schneller eine Sniper schießt, umso weniger Damage macht sie. Die G7 Scout schießt am schnellsten und macht dementsprechend weniger Schaden und zwar auf Körper 30 und auf Kopf sind es 60 Damage. Ja, ich sehe bei vielen den Fehler, dass sie die G7 so spielen, dass sie so irgendwie ran-aimen, einen Schuss abgeben, weiter-aimen, einen Schuss abgeben und so weiter. Die G7 Scout müsst ihr wirklich fast automatisch spielen. Das heißt, ihr seht einen Gegner und dann haltet ihr richtig rein, weil wenn der erste Schuss trifft, könnt ihr davon ausgehen, dass der zweite und vielleicht sogar der dritte Schuss trifft und dann haut sie richtig rein und dann erfüllt sie auch ihren Sinn. Ansonsten, wenn ihr die wirklich so langsam spielt, so einen Schuss abgeben wollt, noch ein Kopftreffer oder sonst irgendwas, wenn ihr langsam spielt, dann spielt keine Scout, ja. Dann nehmt ihr zum Beispiel die Longbow, denn bei der ist es so, dass man die so spielt. Ihr geht hin, zieht langsam einen Schuss, 110. Ihr seht, dieser Schadensunterschied ist halt ziemlich hoch. Dann zielt ihr weiter, gebt wieder einen Schuss ab. Also mit der lohnt sich das auf jeden Fall, langsam zu spielen, langsam zu aimen. Deswegen kann man hier nicht sagen, oh, die eine Waffe ist besser als die andere. Ich persönlich spiele die Scout lieber, weil das mein Spielstil ist. Ja, ich sehe einen Gegner und dann bam, 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 wird reingeschossen. Ja, und die macht dann richtig heftig Schaden. Wenn ich langsam spielen möchte mit dem Aimen, dann nehme ich die zum Beispiel die Longbow mit oder noch lieber hier die Triple Take. Ja, wenn ich die Triple Take nehme, das ist eine ganz besondere Waffe. Ich habe übrigens hier einen Legendary Skin drauf, das voll geil aussieht. Die ist eine ganz besondere Waffe, denn die verschießt 3 Schüsse. Also ihr verbraucht keine 3 Munition, sondern nur eine Munition, aber das sind 3 Bullets, die nach vorne fliegen. Und deswegen kann es manchmal auch sein, dass nur eine von diesen Kugeln trifft. Wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen seitlich versuche zu treffen, 46,
23. Also ihr seht, ich habe gerade eben eine Kugel oder nur zwei Kugeln getroffen, denn komplett macht die 69, ja. Also ein Projektil davon macht 23 Schaden und es gibt einen Aufsatz, und zwar bei den Chips hier vorne. Wenn ihr diesen Chip habt, dann könnt ihr beim Zielen ein bisschen warten, dann verkleinert sich das Fadenkreuz und alle drei Kugeln fliegen in denselben Punkt. Das ist ein geiler Aufsatz, wenn ihr, sag ich mal, das ganze Early Game spielt, also am Anfang, und noch auf sehr weite Distanzen spielen müsst. Ja, das heißt, ihr habt einen fetten Scope drauf und dann ist es ziemlich geil, wenn die ganzen Schüsse auf einmal fliegen. Im Late Game, wenn die Gegner eh so auf mittlere Distanz sind, dann ist es relativ egal. Ja, die ganzen Schüsse gehen in denselben Punkt und das ist vollkommen in Ordnung. Aber meiner Meinung nach ist das die beste Sniper. Ich spiele sie am liebsten, sagen wir es mal so. Sie macht auch am meisten Schaden von den Snipern, es sei denn, ja. Und deswegen renne ich da jetzt ganz weit hinten hin. Es sei denn, ihr findet diese Sniper hier hinten, ja, und zwar die hier, die Kraber oder die Kraber, wie auch immer. Die hat 12 Schuss, ja, ist auch eine Legendary Sniper und die macht 250 Damage auf den Kopftreffer. Das ist komplett krank, ja. Also, das ist, wie gesagt, auch die einzige Waffe neben der Mastiff, die One-Shotten kann. Körpertreffer sind 125. Selbst wenn der Gegner ein Legendary Helm und Schild anhat, macht ihr trotzdem, ich glaube, 225 Schaden auf Kopf und One-Shottet. Aber, wie gesagt, nur 12 Schuss. Ihr könnt die Munition nicht mehr aufladen, die schießt super langsam und macht nicht den Fehler, diese Waffe bis zum Ende zu behalten, wenn der Kreis ganz klein ist. Ich sehe viele, die dann am Ende dastehen, der Gegner ist nur 3 Meter entfernt und die haben halt diese Waffe und die wollen unbedingt damit schießen. Du läufst hin, du kannst die halt wegboxen eigentlich, ja, den Gegner. Deswegen lernt auch Waffen wegzuschmeißen, vor allem die Kraber im Late Game. Wenn die Distanzen nicht so hoch sind, weil guck mal, das ist ein 6er bis 10er Scope. 6 bis 10, das ist auf super weite Distanzen eigentlich. Und deswegen in den letzten Kreisen einfach irgendwas anderes mitnehmen. Schmeißt die Waffe weg. Also, die macht dann manchmal auch gar keinen Sinn mehr. Aber wenn ihr sie findet und die Kreise, also immer die Distanzen noch relativ hoch sind, auf jeden Fall mal mitnehmen, ausprobieren. Macht richtig Bock damit. Damit habe ich, glaube ich, alle Waffen erklärt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das ist hauptsächlich so meine persönliche Erfahrung mit den einzelnen Waffen, wie ich sie einschätze. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr mehr sehen möchtet, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ich denke mal, beim nächsten Mal werde ich so ein bisschen vielleicht so über die Items sprechen, goldene Items, was sie alles machen. Vielleicht so einen kleinen Sniper-Guide machen, denn es gibt eine ziemlich, ziemlich einfache Methode, wie ihr auf super weite Distanzen sehr, sehr einfach snipen könnt. Ja, das könnte ich euch vielleicht beim nächsten Mal erklären. Wie gesagt, schaltet beim nächsten Mal ein und Dankeschön fürs Zusehen. Macht's gut.